Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für den 1. Juli. Ja, wir schlittern hinein in den 1. Juli und gleichzeitig ist es natürlich auch der 4. Portaltag. Ja, schauen wir, was wir hier an Energie zur Verfügung haben. Und ich denke, in die Monatsorakel, da schaut ruhig auch nochmal extra hinein. Ja, was haben wir hier? Heute die Stärke, Kraft und Stärke, ja, kehrt sie vielleicht wieder ein in Form, ja, vielleicht auch von Genesung. Erlebst du heute viel Stärken, das kannst jedenfalls auf diese Energie drauf zugreifen, ist dir, ja, die göttliche geistige Welt auch eine große Rückenstärkung, ja. Sehr viel Mut kommt dir zu, sehr viel Engagement, sehr viel Kreativität vielleicht auch, ja. Ja, vielleicht bezwingst du dich in diesem und jenen auch selber, gehst es an, ja, vielleicht, ja, was ganz Alltägliches, zu Hause aufzuräumen, umzuräumen, umzubauen, was auch immer, ja, oder für dich selber eben etwas in den Griff zu bekommen, ein, ja, eine Verhaltensweise, ja, ein Charakterzug, ja, vielleicht auch, ja, eben die Mutlosigkeit. Hier kommt jedenfalls so viel Kraft und Stärke hinein, dass du guten Antrieb hast. Vielleicht auch für ein Kennenlernen, gerade so in Beziehungsangelegenheiten, kann es heißen, mit der Stärke sich gegenseitig zu bezähmen, kennenzulernen. Ja, weniger, dass einer dem anderen zeigt, wo jetzt hier der Haken hängt. Vielleicht auch das, ja, in einzelnen Fällen, aber ja, eben so aufeinander zuzugehen, auch mutig, ja, offen und ehrlich zu zeigen, wie man ist, ja. Die Stärke ist aber eher auch eine Heilungskarte für dich selbst, ja, dass du mit dir selber in Bezähmung kommst, vielleicht auch mit einer Gabe, einem Talent, ja, aber eher eben einer Eigenschaft, einer Verhaltensweise, ne, dass du, ja, hier etwas sehr, was sonst sehr ungebändigt einfach auch herauskommt, ne? Vielleicht Frust oder Traurigkeit oder ich, ja, Mutlosigkeit eben, dass du das hier wunderbar in den Griff bekommst und du wirst hier sehr gestärkt von der göttlichen geistigen Welt, ja. Das gehört zu dir mit dazu, das gehört zu deinem Weg mit dazu, deswegen, ja, hier auch gerade nochmal der starke Antrieb und sehr passend einfach auch zu den Portaltagen, ja. Es ist eine Stärkung, eine Ermächtigung, ja, und wir haben ja die Venus im Löwen gerade unterwegs, auch die Lilith im Löwe, ja, sehr passend hier dazu auch, denn, ne, sonst auf der Kraftkarte wird ja die Herrscherin dargestellt, die ja geradezu mit einem Löwen umgeht wie mit einem Kätzchen, ja, sich selber in den Griff bekommt, Kontenance an den Tag legt, aber ne, vielleicht auch so miteinander, im Miteinander hier etwas, ja, gut bewältigt, ja, sehr, sehr stärkend fürs Miteinander auch bewältigt. Ja, die Liebe. Ja, wie gesagt, ja, bezähme dein eigenes Herz, ja, geh deinen Herzenswunsch mit Stärke an, ja, hier wirst, ja, wirklich deine Herzenskraft auch ertüchtigt, vielleicht in einem bestimmten Herzensanliegen, Herzensprojekt, bekommst du hier so richtig, wie gesagt, Rückenwind, aber, ne, es kann tatsächlich auch die Liebe, die Liebesbeziehung, jegliche Beziehungen auch betreffen, ja, dass hier ein sehr wohltuender, stärkender, ermutigender Umgang miteinander Einzug hält. Ja, wie gesagt, eben auch vielleicht ein Kennenlernen in der Liebe. Ne? Ja, gilt es sich einander langsam auch anzunähern. Ja.
Sanft, aber bestimmt. Ja. Nicht jeder Sturm macht alles kaputt. Manchmal zieht er auf, um Klarheit zu schaffen. Naja, vielleicht wird da doch ein bisschen auch gezeigt, wo der Haken hängt. Ja, aber ne, mit Liebe. Ja, hier ist auch die Aufforderung, wenn du vielleicht auch jemanden zurechtweist oder ne, deine Meinung sagst, ja, tu es wirklich auch mit Liebe. Ne? Also mit dem Interesse, dass einander vertraut werden, einander ja, bezähmen eben, ne? In gute Kraft miteinander kommen. Ja, um, ja, damit es umso klarer einfach auch weitergeht, ne? Mit Herzensklarheit, mit Herzensöffnung zueinander. Ja, und wenn es nur dich selbst betrifft, natürlich, ne? Ja, hier hast du dann einfach auch sehr viel Power, die hineinkommt, ne? Geradezu ansturmartig vielleicht. Ja, eben vielleicht auch durch den Rückenwind von der göttlichen geistigen Welt her, die ja hier so richtig pusht, ja. Und ja, für dich dann einfach auch Klarheit hineinkommt, ne? Herzensklarheit, Herzensgewissheit in einer bestimmten Angelegenheit, ja, vielleicht im beruflichen, ja, vielleicht ja in freundschaftlichen Beziehungen und natürlich auch in Liebesbeziehungen, aber ne, auch für deinen weiteren Weg, ja, deine Berufung, ja. Ja, ne, hier haben wir den Sturm dabei. Wir haben ja jetzt auch immer wieder mal Gewitter, ne, Gewitterstürme, aber eben auch Gewitter. Und ja, vielleicht ist das heute ein Tag, der ganz besonders auch so mit einer wunderbaren Idee, die stärkend ist, ne, für deine Herzensanliegen begleitet ist, ne, ausgestattet wird. Ja, ich wünsche dir sehr viel Kraft und Segen dafür und gutes Nutzen dieser Energie. Ja, sie stärkt dich in deinem eigenen Herzen, in der Liebe zueinander. In den Beziehungen. Ja, nutze sie. Lass dich da von dieser ja, Sturmwelle, dieser Klarheit einfach auch mitnehmen. Alles Liebe dafür und bis ganz bald, deine Tara von Tarot Rainbow.